Die Beweglichkeit ist einer der fünf physischen Leistungsfaktoren, die die Basis für jede sportliche Leistung bilden. Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination. Wie wird die Beweglichkeit definiert? Beweglichkeit ist die Fähigkeit, Bewegungen mit großer Schwingungsweite ausführen zu können. Ist ein Sportler also wenig beweglich, können die anderen vier Leistungsfaktoren nicht effizient genutzt werden. Ein einfaches Beispiel. Fehlt der Beschleunigungsweg beim Schlagwurf, da dem Schultergelenk die Beweglichkeit fehlt, wird der Wurf weniger intensiv ausgeführt. Um den Leistungsfaktor Beweglichkeit verstehen zu können, müssen seine biologischen Grundlagen und die leistungsbestimmenden Faktoren beachtet werden. Erstens. Konstitutionelle Faktoren. Faktoren, die durch Training nur wenig oder nicht beeinflusst werden können. Gelenke, Kapseln, Bänder und ähnliches. Zweitens. Die Dehnfähigkeit des Muskelsystems bestimmt in großem Maße die Beweglichkeit. Drittens. Neuronale Einflüsse. Die Muskelkontraktion wird durch das Nervensystem gesteuert. Dieses beeinflusst dadurch ebenso die Beweglichkeit. Viertens. Muskeltonus und Entspannungsfähigkeit. Ist die Spannung des Muskels, also der Tonus, erhöht bzw. die willkürliche Entspannung nicht möglich, wird das Dehnen erschwert und die Beweglichkeit eingeschränkt. Fünftens. Die Beweglichkeit ist in großem Maße vom Alter und dem Geschlecht abhängig. Und sechstens. Beweglichkeit und Krafttraining. Kraft und Beweglichkeit sind eng miteinander verbunden, wie es auch später bei der Beschreibung der aktiven Beweglichkeit deutlich wird. Und ohne entsprechende Beweglichkeit ist kein effektives Krafttraining möglich. In der Videobeschreibung finden sich die entsprechenden Literaturangaben, um die genannten Punkte vertiefend nachzulesen. Wir unterscheiden drei verschiedene Aspekte der Beweglichkeit: allgemein speziell, aktiv passiv, statisch dynamisch. Die allgemeine Beweglichkeit, die Beweglichkeit der notwendigsten Gelenke bzw. Gelenksysteme, steht der speziellen Beweglichkeit gegenüber. Die spezielle Beweglichkeit betrifft Sportart bzw. bewegungsspezifisch bestimmte Gelenke, zum Beispiel das Schultergelenk beim Graulschwimmen oder beim Kugelstoßen, das Hüftgelenk beim Hürdenläufer und so weiter. Die aktive Beweglichkeit entsteht aus der eigenen Muskelkraft des Sportlers. Weiter kann der Unterschenkel nicht mehr aus eigener Muskelkraft nach oben gebracht werden. Hilft man allerdings nach, und man bezieht sich hier auf die Schwerkraft, auf die Einwirkung eines Partners oder auf eigenes zusätzliches Einwirken, kann der Bewegungsausschlag vergrößert werden. Die statische Beweglichkeit zeigt die Bewegungsweite, die ruhend gehalten werden kann. Dieses Halten kann unter Belastung oder ohne Belastung stattfinden. Die dynamische Beweglichkeit, die normalerweise größer ist als die statische, zeigt die Bewegungsweite, die mit erzeugten Kräften erreicht werden kann. In Reinform treten diese Aspekte nicht auf, sondern immer nur in Kombination. Aktiv-statisch, passiv-statisch, aktiv-dynamisch und passiv-dynamisch. Die statische Haltung wird bei der Standwaage aktiv, also durch Kontraktion, eingenommen. Im Gegensatz dazu wird beispielsweise beim Spagat die Dehnstellung nicht mit Hilfe der Muskeln, sondern durch äußere Kräfte eingenommen. Die passiv-statische Beweglichkeit ist größer als die aktiv-statische, da die Dehnung nicht durch die Muskelkraft begrenzt ist. Auch hier wird die Stellung durch Kontraktion erreicht. Diese Kontraktion geschieht allerdings dynamisch und die Stellung wird nicht gehalten, wie es beispielsweise bei der Standwaage der Fall war. Durch die Dynamik in der Bewegung fällt diese weiter aus als bei der aktiv-statischen Beweglichkeit. Wie bei der passiv-statischen Beweglichkeit wird auch hier keine Muskelkontraktion durchgeführt,
Äußere Kräfte, die auf den Körper einwirken, lassen die Weiten der Bewegung größer werden als bei den anderen Kombinationen. Die vier verschiedenen Trainingsmethoden der Beweglichkeit werden in einem eigenen Video vorgestellt.